bonjour et bienvenue à Beisenweigen. Je suis encore et toujours Manon. En ce jour de fête nationale française, Pocaccia a impressionné tout le monde en distançant largement l'ensemble de ses concurrents sur le plateau de Beille. Alors, les dés sont-ils déjà jetés pour le classement général ou est-ce que Vingegaard pourra revenir assez fort de la journée de repos pour attaquer de plein fouet la si difficile troisième semaine? Le suspense reste entier, donc restez à l'écoute de Beisenweigen. Ja, vielen Dank, Manon, ein zweites Mal. Ich habe auf Bestellung dieses Intro heute schnell noch angefordert. Es gibt übrigens noch 2 Folgen innerhalb der Tour de France. Ich brauche noch 2 Intros. Also wer sich noch berufen fühlt, auf Französisch was zu schicken, bitte her damit. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Andi Stauf. Und wir haben heute eine Deadline-Folge. 18 Minuten bis zum EM-Finale. Andi will das gucken. Ich stand im Stau, also Abfahrt. Und Paul fährt noch irgendwo durch die Tiefen Brandenburgs und hat seinen Bikepacking-Trip noch nicht rechtzeitig beendet. Ja, stimmt. Lässt sich entschuldigen. Paul gibt's ja auch noch. Ja, aber Tour de France, Ende der zweiten Woche. Ihr hört uns jetzt wahrscheinlich oder du hörst uns jetzt wahrscheinlich am Ruhetag. Wir nehmen hier sonntagsabends noch schnell auf. Ich habe glücklicherweise 3 Protagonisten direkt nach der Etappe eingefangen und ihr bekommt hier noch ein paar O-Töne von nach der heutigen Etappe. Aber wir fangen mal an mit dem Thema, das ist ja immer so, wir nehmen normal dienstags, diesmal glaube ich mittwochs eine Folge auf und am nächsten Tag passiert dann auch immer sehr viel, denn das Erste, was passiert ist, war am Morgen konnten wir hören, dass Primoz Roglic aussteigt. Damit ist dieser Tour de France-Plan für die Raublinger Buben nicht so richtig gut aufgegangen. Ja, unheimlich bitter, ne? Also man hat sich da, glaube ich, schon mehr ausgerechnet. Ein Podium oder wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Persönlich habe ich Roglic vor der Tour jetzt gar nicht so stark eingeschätzt, hat mich dann eigentlich überrascht mit seiner Leistung, also dass er dann doch noch näher dran war als in den ersten 2,5. Mit Remco habe ich im Vorfeld auch nicht so oder so lange so stark gerechnet. Ja, aber man hatte immer so irgendwie, ich hatte auch ein komisches Gefühl bei Roglic, so ob der so ganz ohne Zwischenfälle durchkommt, einfach 3 Wochen. Das war für mich schon auch im Vorfeld so ein Punkt, wo ich gesagt habe, der wird dann mal bestimmt irgendwie Zeit verlieren und dementsprechend habe ich in meinem Top 10 GC-Ranking gar nicht so hoch angesetzt. Aber es kam ja noch schlimmer eigentlich und musste dann nach dem Sturz auf der Etappe am Mittwoch dann tatsächlich am nächsten Tag sagen, es geht nicht. Ne? Also genauere Informationen über Verletzungen oder so habe ich jetzt gar nicht, aber ja, der sah schon ziemlich verbeult aus und ich glaube, da kann man dann auch, also sie haben ja 2 Tage vorher, glaube ich, Alex Vlasov nach einem relativ heftigen Sturz, der richtig unglücklich war, also hätte gar nicht passieren müssen in dem Moment, da hat man den schon sehr verdattert am Straßenrand gesehen, den haben den aber noch weiterfahren lassen ins Ziel und dann wurde wohl nach der Etappe nochmal Concussion-Protokoll durchgeführt und der ist dann quasi schon 2 Tage vorher ausgestiegen, was die B-Lösung von Bora war. Damit erst B, dann A. Schwierig. Hast du da andere Infos? Also ich glaube, Vlasov hatte tatsächlich einen Bruch im Knöchel. Mhm. Okay. Und das war letztendlich die Ursache. Die Concussion-Tests sind wohl alle negativ gewesen. Mhm. Und den Eindruck, den man aber als Zuschauer erstmal hatte, war auf jeden Fall ein anderer. Ne? Also der sah jetzt nicht unbedingt so aus, als ob er da direkt wieder aufs Rad weiter und dann in der Kolonne wieder in die Gruppe ranfahren sollte. Aber hat er geschafft, bei relativ hohem Tempo auch. Ja gut, aber er war schon sehr durcheinander. Ich bin da jetzt auch absolut kein Experte. Man hat wohl oder man vertraut dann wohl erstmal auf den Erstkontakt, den die Person hat, was in dem Fall, glaube ich, ein Mechaniker war jetzt. Der hat ihn mal wieder angeschoben. Aber auch der Rennarzt hat ihn dann kurze Zeit später freigegeben. Ist immer schwierig von außen zu beurteilen und die Schwierigkeit liegt auch überhaupt an einer guten Aussage in so einer Situation. Ne? Also ich glaube, die Tests, die es da gibt,
könnte man vielleicht mal in einer separaten Folge mal mit einem Arzt besprechen. Scheint gar nicht so treffsicher zu sein. Also man kann da schon auch irgendwie trotz einer Gehirnerschütterung für fahrtauglich erklärt werden, was sich dann erst im Nachhinein rächen könnte. Also immer eine schwierige Sache, gerade bei so einem Salto, den er da in den Straßengraben gemacht hat. Ja, aber wäre vielleicht noch eine Option für GC gewesen, Alex Pflaster für Bora. Ja, man hat schon eigentlich alles auf Roglic ausgelegt, ne? Also jetzt auch ohne den Sturz wäre es für Pflaster, glaube ich, schwierig gewesen, da noch irgendwie ein solides Resultat in den Top Ten rauszuholen. Auch Hindley hat eigentlich schon früh voll auf Helferdienste umgeschaltet. Spielt da jetzt auch keine Rolle mehr. Schielt vielleicht noch auf einen Etappensieg. Ist noch was drin, aber natürlich so, ja, selbst mit einem Etappensieg ist vielleicht die Ausbeute nicht die, die man sich im Vorfeld erhofft hat, ne? Wir hören an dieser Stelle mal unseren Freund Marco Haller, der glaube ich auch so ein bisschen, also er sagt glaube ich selber, dass es so ein bisschen verwirrt und chaotisch war, nachdem die beiden raus waren. Zweite Woche in der Tüte, was kann man groß dazu sagen? Aus unserer Sicht natürlich eine mittlere Katastrophe mit dem Ausfall von Rogla. Wie man gesehen hat, sind wir am nächsten Tag mal ein bisschen in der Galaxie herumgedüst, ohne wirklich zu wissen, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Ist natürlich scheiße, wenn du ein halbes Jahr quasi auf ein Ziel hinarbeitest und nachdem sich Plan B Alex Vlasov schon ein paar Tage davor verabschiedet hat, dann auch der Chef persönlich, ist natürlich Kacke. Kann man einfach nicht anders sagen. Ja, Stage Hunting ist das Einzige, was noch übrig bleibt. Das Problem ist, dass die GC-Teams keinen gewähren lassen. Wismar hofft immer, dass Pogi einen schlechten Tag hat. Pogi hat keinen schlechten Tag. Ballert die dann immer wieder weg. Ich meine, wenn man da nicht Tadej Pogacar ist, ist man sowieso nur Statist. Wäre natürlich geil gewesen, mit Rogler jetzt noch ums Podium zu kämpfen. Ich glaube, das wäre durchaus immer noch realistisch. Heute hat die Mannschaft echt alles dran gesetzt auf einen Etappensieg aus der Gruppe. Alle drei Kapazunder von uns vorne, der Rest fährt uns pure Überleben. Und ja, was mich betrifft, ich muss dann im Bus oder abends dann mal die Zusammenfassung angucken, damit ich weiß, was heute überhaupt passiert ist, weil sonst kriege ich nicht viel mit vom Rennen. Aber ja, eine extrem schwere Tour mit einem extrem dominanten Leader. Grüße. Ja. Hat es einfach nochmal zusammengefasst, würde ich sagen, ne? Ja. Hat jetzt auch alles schon besprochen. Stimmt schon, ne? Also, wie gesagt, fürs Team jetzt bitter. Heutige Etappe zum Plateau de Bay sah eigentlich zwischenzeitlich mal ganz gut aus für Bora. Aber er hat es auch schon angesprochen, ne? Also die GC-Teams, die haben da bis jetzt nicht viel gewähren lassen. Im Gegenteil, also auch aus meiner Sicht vielleicht schon auch super viel investiert. Hier und da mit Sicherheit zu viel, um nicht nur GC zu entscheiden, sondern auch auf Etappensieg noch zusätzlich zu fahren. Und aktiv im Rennen teilnehmen eigentlich auch andauernd dieselben Fahrer. Also jetzt eigentlich schon seit so ein paar Etappen. Also ein paar Leute sind immer in der Spitzengruppe. Jetzt klar, bei den schweren Bergetappen, die noch kommen, wird sich das so ein bisschen verändern. Aber auch so ein Lascano ist ja einfach immer dabei. Der ist einfach in einer super Form. Ja, es gibt eigentlich keine Ausreißergruppe, die irgendwie gefährlich ist, wo er nicht dabei ist aktuell. Ja, ja, und deswegen hat man es, glaube ich, schwer. Also es gibt so, ja, natürlich nach den GC-Fahrern auch bestimmt so, ich würde mal sagen, so 10, 15 Leute, die doch irgendwie mehr Druck haben als die anderen. Also besser drauf sind als die anderen. Und das sieht man so ein bisschen einfach in der Aktivität so im Feld. Also es sind eigentlich immer die Leute, die man auch erwartet in den Spitzengruppen. Ja. Aber da war Bora jetzt dabei. Hindley natürlich auch ein Fahrer mit einem Riesenformat. Kann schon sein, dass er nochmal bei einer Bergetappe, ja, ne,
Jetzt in der letzten Woche, glaube ich, da geht es dann eh nur noch darum, wer noch am meisten im Tank hat. Vielleicht erholt er sich besser als ja, Leute, die man sonst so in der Spitzengruppe um Etappensieg kämpfen sehen wird. Und dann ist noch alles drin. Und mindestens eine Etappe haben wir, wo auch nochmal ja, kompletten Allrounder gewinnen kann. Ne? Also wir erwarten eigentlich noch eine Sprintankunft, dann hat man noch so ein, zwei Etappen zwischendrin. Da kann auch einfach aus einer Gruppe irgendeiner gewinnen, den man so gar nicht jetzt vorher sagen könnte. Ja. Ja, ey, bleiben wir doch vielleicht, wo wir jetzt schon angefangen haben, nochmal beim GC. Und der, wer da jetzt sich gerade in den Mittelpunkt gerückt hat, ist völlig klar, Tadej Pogacar. Aber bleiben wir nochmal bei einem, wo der Tank auch immer noch voll ist, den man jetzt in den letzten Tagen relativ oft und lange in der Führungsarbeit gesehen hat. Auch Geraint Thomas, habe ich kurz in den Podcast reingehört, hat sich gewundert, wie gut das geht mit den 80 Kilo den Berg hoch. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Extrem hartes Wochenende jetzt hier gewesen in den Pyrenäen. Gut, ich kann sehr zufrieden damit sein. Tadej hat heute gezeigt, ja, was er drauf hat. Ich denke, mit 3 Minuten Vorsprung können wir jetzt gut in die letzte Woche starten. Genau, und Fußball-EM gucke ich natürlich. Ja, das habe ich noch gefragt, ob er das noch macht heute oder noch oder ob er einpennt. Das ja. War Nils Politt. Man hat sich ja vorher schon so ein bisschen darüber amüsiert, wie oft man Nils Politt wohl bei der Tour de France in der Führungsarbeit sehen wird. Ja, ist auf jeden Fall prominent vertreten. Hat eine übertrieben starke Etappe über den Tourmalet nach, ich weiß gar nicht jetzt, wie der Zielankunftsort hieß, gefahren. Auch das Feld über Feld eigentlich alleine über den Tourmalet geführt. Ich weiß nicht, ob er immer noch 80 Kilo hat jetzt gerade. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber ja, hat ja eigentlich bekannterweise einen Riesenmotor. Wie gesagt, glaube ich auch nochmal ein bisschen Gewicht gemacht im Vergleich zu den Vorjahren vielleicht jetzt zur Tour. Und auch, glaube ich, mehr Höhentraining. Ja, hat natürlich nochmal ein komplett anderes Training erfahren als in den letzten Jahren. Also das habe ich so aus dem Umfeld gehört. Das scheint ihm gut zu taugen. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele Fahrer noch dabei sind, gewesen sind am Tourmalet oder in den Bergen, wo Nils Tempo gefahren hat. Normalerweise ist er dann eigentlich nicht mehr im Feld, wenn nur noch 30, 40 Mann dabei sind, und jetzt macht er da einen Riesenjob. Kann sich auch jetzt den Ruhetag, hat er sich verdient auf jeden Fall, und er hat es angesprochen, in den nächsten Tagen ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher für UAE das Rennen zu kontrollieren, weil ich meine, man hat jetzt einen soliden Vorsprung auf Vingegaard und Evenepoel und muss sich eigentlich ab Platz 5 dann gar keine Sorgen mehr machen. Ja? Also da kann man auch mal den einen oder anderen Fahrer vielleicht in der Gruppe ein paar Minuten geben, und dann wird schon eher Quickstep oder vielleicht auch Jumbo Visma Lise Baik ein bisschen nervös und wird dann vielleicht auch mit kontrollieren. Ja. Aber ja, bis jetzt hat UAE oder heute dann auch mal Visma das Rennen eigentlich immer komplett Volley genommen und hat da den Spitzengruppen, obwohl keine gefährlichen Leute fürs GC dabei waren, kaum Raum gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt so ein bisschen entspanntere Tage vor sich hat. Aber wer weiß, wir haben ja auch schon gute Überraschungen jetzt gehabt mit der Tour, mit Windkante und so weiter. Ja. Ich meine, wir haben jetzt 2 Tage in Folge, Samstag, Sonntag, Tadej Pogacar Zeit gut machen sehen mit einfach Schlussanstiegen und Angriffen auf Jonas Vingegaard. Gestern ist das noch, ja, halbwegs, es sind keine Riesenabstände, die er da rausfährt, was eigentlich auch noch ganz nett ist, aber sind jetzt halt doch insgesamt schon über 3 Minuten. Und ich habe mich gefragt nach dem Tag gestern, ich war mir sicher, so selbst, dass Visma als Taktik hat, komplett bis auf dieses letzte Wochenende zu warten mit einem eigenen Angriff. Aber dann, also nach dem Tag gestern, wo Pogacar schon sichtbar stärker war als Vingegaard,
dass sie das heute gemacht haben, habe ich nicht so richtig verstanden. Also ist natürlich immer leicht gesagt als Couchzuseher. Aber ich weiß nicht, wäre es genauso passiert, wenn sie nicht selber das Rennen gemacht hätten? Oder hätte man einfach eher noch ein bisschen passiver fahren können und vielleicht hätte Pogacar auch später attackiert und Vingegaard wäre in dem Moment nicht so müde gewesen und nicht schon 5 Kilometer von vorne für Pogacar die Pace gefahren? Hm. Ja, also so viel Zeit ist dann jetzt auch nicht mehr, ne? Also wir haben jetzt noch 2 so Überführungsetappen, wo man eigentlich davon ausgeht, wie gesagt, eine Sprintankunft und vielleicht nochmal eine Gruppe, die geht, dann hast du aber nicht mehr so viele Chancen. Das heißt, du musst eigentlich auch, wenn du ja einen Rückschlag hast, versuchen, Pogacar anzugreifen, weil du bist halt auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Rückstand vor der heutigen Etappe war. Ich glaube, bei 2:15 ungefähr. Selbst wenn Pogacar mal einen leichten Einbruch bekommt, dann fährst du nicht 2:15 zu. Im Abschlusszeitfahren muss man jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen, dass Vingegaard da viel Zeit gut macht, wenn überhaupt. Das heißt, du musst eigentlich jetzt jede Etappe nutzen, auch wenn du weißt, dass du wahrscheinlich keine Chance hast. Es ist ja trotzdem die letzte Möglichkeit, die du hast. Ja, also du wirst irgendwie ihn nicht mehr so isolieren können, sein Team ist zu stark, er scheint eigentlich auch stark zu sein, aber trotzdem hatte ja Pogacar in den letzten Jahren immer mal wieder einen schlechten Tag in der dritten Woche. Mhm. So sieht es nicht aus aktuell. Aber trotzdem ist das so, worauf man vielleicht noch hofft, dass wenn wenn du merkst, Pogacar hat den nicht. Schlechten Tag. Ja gut, aber du, ne, also man hat früh attackiert auch und da kann halt auch ein Pogacar vielleicht mal einfach eingehen, ja, so auf den letzten 8 Kilometern, die sie dann wirklich mal Rennen gefahren sind. Mhm. Man hat es auf jeden Fall kommen sehen, was da passiert ist. Also ich meine, man hat sich gleichzeitig gesehen, ja auch gut nach hinten jetzt mal abgesichert. Ja. Und kann dann zumindest mal entspannter mit dem 2. Platz sein. Ja. Aber ich erwarte eigentlich, dass das Team jetzt auch weiterhin jede Gelegenheit nutzt. Also ich glaube, von der Mentalität her haben die schon noch einen Spirit. Und wie gesagt, also auch 3 Minuten, also wenn du mal einen richtigen Einbruch bekommst, dann wird es auch schon wieder sehr eng. Mhm. Klar, sieht jetzt, wie gesagt, nicht danach aus, aber ja, es wird schon noch ein paar unterhaltsame Tage geben, da bin ich mir sicher. Auch alles, was dann quasi ab Platz 3 vielleicht passiert. Vielleicht bricht auch nochmal ein Vingegaard ein. Also seine Form ist ja auch jetzt nochmal umgeschwungen oder wie soll man es sagen? Also vielleicht hatte Pogacar, wie es Paul in der letzten Folge schon gesagt hat, vielleicht doch nur ein Energieproblem am Schluss, dass er nicht richtig verpflegt hat oder nicht ausreichend verpflegt hat. Weil man hatte eigentlich nach der letzten Aufnahme gedacht, okay, das hat jetzt hier irgendwie eine Wendung genommen, wo es eher für Vingegaard spricht. Jetzt war er 2 Tage doch deutlich, gab es einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden. Und vielleicht aber auch nochmal nach hinten. Ja, klar. Ja. Da fahren, wie gesagt, eigentlich nur 2,5 gerade um die Gesamtwertung. Mittlerweile eigentlich nur noch einer. Aber er hält 3 Minuten. Ne? Einmal irgendwas Dummes passiert. Hm. Da ist man von nichts sicher. Also auch irgendwie mal ein Absolut. Sturz im Finale und man ist noch nicht innerhalb der letzten 3. Da ist schnell mal 1 Minute weg. Ja, das, wie gesagt, also ich glaube, das wird schon noch bis zuletzt spannend sein. Aber aktuell sieht es schon danach aus, dass Pogacar das Ding in der Hand hat. Ob sich Vingegaard vielleicht seinen Schnurrbart abrasiert hat. Und deswegen. Ja, da gab es ein Interview mit Magnus Kohart. Hast du den gesehen? Hat den irgendjemand mal gesehen? Oder war der imaginär? Also man sieht ihn ja nur so ganz leicht in der Kamera, auf den Kamerabildern. Mhm. Jonas Vingegaard hat sich irgendwie so ein Playoff-Bart oder ein Playoff-Schnäuzer quasi stehen lassen. Und Magnus Kohart hat da auf Eurosport, glaube ich, einen ganz guten Kommentar zugegeben, dass er deswegen wahrscheinlich die Etappe dann letzten Mittwoch gewonnen hat, ne? Weil er da seinen Schnäuzer noch hatte. Ja, dann kommen wir doch hier hinten raus. Nochmal zu den Sprintern, die noch
eine Chance, eine klare Chance bekommen. Und erstmal kurz zu jemandem, der auch auf jeden Fall Fun zu haben scheint. So, ich glaube, das war die härteste Etappe in meinem Leben bis jetzt. Um es mal in Zahlen zusammenzufassen, wir haben ziemlich genau 6 Stunden gebraucht und hatten 290 Watt im Schnitt. Was jetzt nicht so schlecht ist für 4800 irgendwas Höhenmeter oder 4900. 10 Minuten vom Zeitlimit reingekommen, den ganzen Tag Vollgas, also schon krass, was hier abgeht. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Ruhetag. Wir hatten den dritten Sieg hatten wir jetzt diese Woche. Ich würde mir jetzt heute Abend erstmal ein Bierchen zischen und genießen und morgen runterkommen. Dann ist noch eine Woche Vollgas und dann haben wir das Ding ausgefahren. Und dann bin ich echt froh, dass ich das bis jetzt schon geschafft habe. Und es kostet jetzt natürlich noch Anstrengung, aber die mentale Frische ist noch da. Der Wille ist noch da und damit können wir uns in Nizza, denke ich, widersprechen. Das war Laurenz Rex, Intermarché, und er spricht von dem dritten Sieg seines Teamkollegen Binyam Girmay. Ja, was soll man sagen? Also überragende Form mit zur Tour gebracht, Girmay. Hat die ersten 2 Etappen irgendwie ja wirklich auch genutzt, um noch keine Energie zu vergeuden vielleicht, weil hat er da so gedacht, ja komm, erster Tag, das ist immer Stress, da halte ich mich raus. Auch am zweiten Tag, wo ich ihm schon persönlich zugetraut hätte, wäre ein Mann, der im Finale auch mit dabei sein könnte, hat er auch gesagt, ich spare, und hat dann aber seit der dritten Etappe eigentlich Gas gegeben, um Punkte zu sammeln fürs grüne Trikot und wie gesagt mittlerweile 3 Etappensiege und auch wie er die gewinnt, ne? Also schon immer klar, dann auch der Stärkste, hat immer einen Weg gefunden. Also bei dem läuft es gerade richtig und das wirkt natürlich auch auf das Team aus. Am ersten Ruhetag habe ich da Georg Zimmermann besucht. Da hat das ganze Team draußen, die grillen immer am Ruhetag und so, das ist gute Stimmung schon gewesen. Und die haben auch einfach gesagt, also es kann einfach nicht besser laufen. In der Zwischenzeit jetzt nochmal eine Etappe gewonnen oder eigentlich nochmal 2. Seit ich die das letzte Mal da live gesehen habe. Und ich denke mal, das werden die jetzt mitnehmen nach Paris, denn wenn jetzt nichts mehr passiert, ist das grüne Trikot eigentlich sicher bei Girmay. Also ich weiß nicht, glaube ich, über 100 Punkte Vorsprung. Da wird bis Nizza nichts mehr passieren. Gibt ja nicht den Einlauf auf der Champs-Élysées dieses Jahr, sondern... Genau, eigentlich kann man ja, ich hatte schon so im Hinterkopf zu sagen, Philipsen hat natürlich auch noch die Chance, irgendwie gleichzuziehen und irgendwie der Sprinter der Tour zu werden, wenn er in Paris gewinnt, aber leider nein. Nee, er hat jetzt eigentlich noch eine Chance, denke ich mal, da wird das Team auch auf jeden Fall auf Sprint fahren. Und danach gibt es noch so eine Etappe, wo gegebenenfalls auch noch eine Sprintankunft sein könnte oder vielleicht zumindest mal ein kleineres Feld oder eine größere Ausreißergruppe um den Sieg fährt. Also es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten für Philipsen, aber Pogacar, der Kampf ums GC, Girmay, Grün mit 3 Siegen, da bist du gerade mit 2 Etappensiegen auf jeden Fall nicht so der Mittelpunkt des Geschehens, was eigentlich schon krass ist. Aber ja, einer liefert da gerade eine bessere Show. Mindestens einer seiner Sprinterkollegen, sagen wir mal so. Hey, du hast vorhin schon angesprochen, es ist noch jemand, der extrem fit aussieht und zumindest augenscheinlich dauernd so ein bisschen besser wird. Und vielleicht kriegt er ja noch eine dieser 2 Chancen, nämlich Pascal Ackermann. Ich habe heute noch ein Interview mit ihm gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt während der Tour sogar aufgezeichnet, aber er hatte normale Klamotten an. Aber so dünn habe ich den auf jeden Fall noch nie gesehen, wie da. Und jetzt, keine Ahnung, es gab schon ein paar Etappen, wo er auch irgendwie aus Versehen in der Gruppe gelandet ist und relativ weit im Finale vertreten war. Aber auf der Schotter-Etappe war er relativ weit im Finale. Und dann auch unter der Woche nochmal eine Etappe, wo er mit den Favoriten in der Gruppe landet. Also es scheint sich nicht so schlecht zu drehen, das Bein. Und ein Sprint
wird er, glaube ich, so ein bisschen eingebaut. Meint er selber, hat ein mega gutes Bein gehabt an dem Tag und wenn er freie Fahrt gehabt hätte, da wird er, glaube ich, Dritter. Ja, also da können wir nochmal Daumen drücken. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, 6 Top-10-Platzierungen hat er jetzt schon bei der Tour. 3 dritte Plätze. Ja, ist für mich jetzt auch aktuell auf jeden Fall nach Gemay und Philipsen der Sprinter, der dann als nächstes kommt. Also ich schätze ihn aktuell auch deutlich stärker als Groenewegen ein, obwohl der schon einen Etappensieg hat. Ja, ist immer da. So ganz die perfekte Position gab es jetzt noch nicht. Da glaube ich schon, dass er gerade, wenn es vielleicht noch mal eine ansteigende Zielgerade gibt, das weiß ich jetzt gerade nicht, schon noch mal eine gute Chance hätte. Aber ja, kann auf jeden Fall gerade so mit den Sprints ganz gut umgehen. Ne? Immer so, findet auch, sage ich, ohne große Teamunterstützung da zurecht. Hat immer ein gutes Hinterrad eigentlich, an dem er dann auch ins Finale kommt. Also von daher läuft es da echt ganz gut. Und ich glaube, dass er auch jemand sein kann, wie du sagst, war jetzt auch schon aktiv bei so Gruppen oder auf Etappen, wo auch eine Gruppe oder er auch mit einer Gruppe durchkommen könnte. Ja, immer aktiv. Und deswegen glaube ich auch, dass er vielleicht bei dieser einen so mittelschweren Etappe, da gibt es halt nur Kategorie 3 Bergwertungen, sogar auch eine Rolle spielen kann. Also fährt für einen Sprinter extrem gut über so kurze Anstiege. Eigentlich auch schon immer, wenn er in Form war. Und ja, erste Tour, 6 Top Tens kann man eigentlich mit nach Hause gehen. Aber ich glaube, der hat da schon den Anspruch auf mehr. Und, erste Tour, ja. Man glaubt es nicht, aber ja. In Nizza wird er nicht gewinnen, das ist nämlich ein Zeitfahren am Schluss, so viel kann man sagen, aber ja, vielleicht klappt es noch auf den ein, zwei Etappen, die noch ausstehen. Ja. Ja. Das sind die ersten 2 Etappen nach dem Ruhetag, ne? Dann genau. Da geht es um die Wurst. Alright, Andi, 21.06 Uhr, guckst du schon parallel oder? Noch nicht, nee, noch nicht. Hast du noch ausgehalten, ey. Ich würde sagen, das Wichtigste haben wir hier unter Dach und Fach und ich hoffe, ihr verlebt alle einen guten Tour-Ruhetag und könnt euch das hier reinziehen, um die Spannung zu überbrücken. Ich sag Salut, bis Donnerstagabend. Au revoir.